Rap La Rue 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rue.de. Folge 2. Bring in the money. Was geht ab, Leute? Seid ihr gut drauf? Ewa, ewa, ewa. Okay, die meisten von euch sind gut drauf, aber zwei von euch werden wahrscheinlich nicht so gut drauf sein. Ihr wisst ja, wir haben gestern Abend schon erklärt, ihr müsst gleich los in die Stadt und als deutsche Straßenmusiker quasi in Marokko, in Marrakesch, Geld machen. Es wurde gesagt, dass wir betteln müssen. Da habe ich kurz gedacht, betteln, aber betteln. Ja, auf Straße betteln. Und der am Ende des Tages das meiste Geld nach Hause bringt, seine Truppe hat gewonnen. Antreten werden Haaland gegen JU. Ich hoffe, ihr habt euch schon eine kleine Strategie überlegt, wie er am meisten Geld macht. Weil merkt euch eine Sache, ihr habt die Verantwortung über euer Team. Verkackt ihr, verkackt euer Team. Ja? Wir wünschen euch viel Glück. Ihr habt 2 Stunden in der Stadt von Marrakesch. Es ist alles erlaubt. Ihr könnt strippen, rappen, tanzen, machen, was ihr wollt. Sammelt Kohle. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Und bevor wir losgehen, will noch einer im Pool springen? Ich spring gleich. Shorty! Ja. Shorty! Wer hat Eier? Wer hat Eier? Wer geht rein? Malat. Ewa, Ilo, Ilo sieht! Ilo! Ja! Auf geht's, rein, rein, rein im Pool, Leute! Rein, wer hat Eier, rein! Mala, 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 Mala! Lieber, bisschen warm, bisschen warm! Ey, was mit diesem Körper, ey? Lieber, was mit diesem Körper? Ewa! Ich mach alles außer zu tanzen. Er soll Pantomime machen. Mach Pantomime. Kannst du Pantomime? Ja. Zeig. Der soll einfach echt Hasch verkaufen. Ja, mach das. Ey, Amino, darf der Hasch verkaufen? Ja? Ja, mein Gott, mach das. Und jetzt singen dabei? Nein, ohne Singen. Pantomime reden nicht. Ich bin schon zwei. Ich hab meinen Pass verloren, mein Geldbeutel. Nein, Bruder, sei ehrlich zu dir. Natürlich, Bruder. Die sind schon mach eine Challenge. Bruder, mit Ehrlichkeit kommst du noch nicht weit. Wollte ich gerade sagen, mit Ehrlichkeit. Kommst mit Ehrlichkeit auch nirgendwo. Genau, Mann. Mit Ehrlichkeit gewinnst du. Mit Ehrlichkeit, Liebe und Sympathie. Sympathie. Wichtig. Fleiß. Niemals. Und das Allerwichtigste ist, bisschen. Oder das ist unser Stadion hier. Ist genau. Heute werden Enkeltrick mit Nein Spaß. Hör mal zu, ja. Wenn du siehst, Leute gehen einkaufen, trag ihre Sachen. Ja. Trag die Sachen und dann mach am Ende einfach nur so, ja, als ob du kein Deutsch hast. So. Das ist Baba. Trag die Sachen von den Leuten, Baba, siehst du, denkst aber nur Leute, die reich aussehen. Das ist Baba. Hör zu! FC Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Wir sind alte Schule! Dich! Du, raus! Du, raus! Ey! Weißt du was? Diese Show, die ihr gemacht habt, ne? Eigentlich wollten wir jetzt auch machen. Aber das zeigt nur, dass ihr Angst habt, weil der Bell, der beißt nicht. Ihr beißt nicht. Ihr beißt nicht. Ich wollte noch uns einfach was eingefallen, deswegen. Ihr beißt nicht. Wir sind in Marokko und passt auf, wenn ihr euren Hut auf den Boden legt, damit die Leute Geld reinwerfen. Passt auf, dass euch niemand das Geld wieder rausklaut. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs. Guck mal, ich verlasse mich einfach auf meine Joker und wenn nicht... Ich hab dir 2 Äpfel und Birnen gegeben, ne? 1 Apfel und 1 Birne. Ja. Wie viel hast du noch? 2 Äpfel. Und? Gar nichts. Lüg nicht. Wallah, ich nehm nichts mit davon. Nur eins... nimmst du Musikbox mit? Niemals, Bruder. Bruder... Wie sollen wir denn Musik machen, Bruder? Bruder, ich sag... Die Leute hier, die geben niemals. Ey, ihr seid so unangenehm, weißt du das, Bruder? Klebrig. Guck mal, wo die uns... Sammy, wie die aufnehmen, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Sammy, wo sind wir hier? Wir haben uns auseinandergenommen. Wir sind geliefert. Bruder. Wir sind geliefert. Bruder. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich jetzt 50 Cent kriege, mein Bruder. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich alles, was ich habe, da noch behalten habe, ne? Ja. Eigentlich ist nur Ziel, nicht Minus zu gehen. Ja. Wie fühlt ihr euch, Jungs? Das ist ein Scherz, Bruder, die Frage. Ja, mein Bruder hat viel Erfolg. Viel Glück, mein Bruder. Aber warte, ich muss mir vorher mal eine Sache sagen. Ich muss so aussehen wie die hier. Ja. You, wer ist Haaland? Das Duell. Hello. Are you good? 1 euro? Hello. Hello. No? Tomorrow? Okay. Like it all. Haaland, wir machen auf korrekt. Ein Lied du, ein Lied ich. Wallah, da kommt was. Wallah, da kommt was. Hello! Wallah, die hat mich so gefickt. Hallo, you got kein Dirham? No? Tomorrow? Okay. You have 1 euro? I don't have, Wallah. Wallah, ich muss Geld kriegen, er fragt mich nach Geld. Also wenn du die nach Geld fragst, Wallah, armselig. Wallah, niemals, Bruder, das kann ich nicht, Bruder. Musian? Boah. Egal, wenigstens wir haben Streams dazu. Haaland. Ist gut? Musian? Ja. Bien. Ey, Ju, was soll das? Willst du die jetzt wirklich nach Geld fragen? Das sind meine Brüste. Aber warte, willst du die wirklich nach Geld fragen? Nein, niemals. Ich hab keinen Charme. Aber wen soll ich denn fragen? Niemals. Oh, thank you, brother. Wallah. Wallah, einfach so. Ha! Bruder, ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall ist was. 1-0, Cousin. 1-0, Cousin. Von wem? Lala, Khoya, Khoya. Lala. No, no, brother. Hier. Yes. I kiss your heart from my heart. Ewa. By Allah, Pimba. Thank you. Wie viel hast du? Bruder! 3! Ah, ja, la. Thank you, ja. Wallah, ich hab ihm den 5er zurückgegeben. Du nimmst von kleinen Kindern Geld, Bruder. Was für kleinen Kindern, Bruder? Ich hab von einem erwachsenen Mann gegeben, Wie viel hast du? 4. Hä? Ich hab 5, Wallah. Nein, ich hab... Bei Allah, ich hab 5. Bei Allah, ich hab 5. Nein, ich will nur gucken. Nein. Hello, do you have a little bit Marrakesch. Hello, you have a little bit money? Boah, er lacht mich einfach aus. Habibi. Wow, thank you. Wallah, einfach Brille. Ey, und du! Das zählt nicht, Bruder. Natürlich. Ey, ey, das zählt nicht. Natürlich. Einfach Sonnenbrille, Bruder. Ich hab ne Idee, Bruder. Ich muss kurz mein Trinken holen aus dem Auto, Bruder. Aber ein Vorteil hat es mit dem Obst, ich kann jetzt selber essen, ja? Auch schmackotastisch. Da kommen die ersten Harakats. Schade, ja. Ich will das Geld gar nicht, ich will gar nicht gewinnen. Ich glaube, wir sollten, also, wenn ich noch gewinnen sollte, wird es so kommen, aber es wird schwer. Haaland hat gut vorgelegt, aber ich habe hier meine neuen Füße. Die standen hinter mir die ganze Zeit. Ja. Ja? 2 Stunden später. Jungs. Mhm. Was ist da eben passiert? Hallo. Hallo. Bitte, Bruder, ja. Wir müssen wohl. Ja. Bruder, lass mal später machen. Wallah, bitte gib mir einfach einen Mittagsschlaf mit 2 Stunden. Ich brauch's hin. Was ist denn passiert, Gio? Bruder, Komplikationen, ja. Wir waren auf fremdem Terrain, Auswärtsspiel. Die Heimfans waren nicht zufrieden, Bruder, mit der Aufstellung, mit der Startelf und haben sich beschwert. Aber Bruder, es ist auch irgendwo verständlich, wenn wir zu irgendjemandem gehen, Bruder. Mit kaputten Leibchen. Ja, Bruder, er hat Auswechselbank. War gutes Aufgebot, guter Kader, Bruder, aber... Manchmal ist die 4-4-2 offensiv, wäre besser, wenn man 4-4-2 defensiv hat. So Jungs, kommt einmal zu uns. Einmal zu mir. Erfolgreich, Bruder. Ja, war gut. Ja, sehr gut. Also, Tag 2, Challenge 2. Bring the money. Haaland, was hast du für dein Team erbracht? Oh shit, okay. Guck mal her. Warte. Da steht 5 drauf, oder? 5 kannst du, ne? Ja, ja, aber... Pass auf, ich mach jetzt mal 5er, ne? 10. Pass auf, es gibt Unterschied in 2er- und 1er-Münzen. Mhm. Das sind 20. Tschüss. Nicht schlecht, ja? Warte mal. 25 Dirham, Bruder. 25 Dirham hast du, ne? Immer her. Ja, okay. Ich hatte gar keinen Dirham gemacht. Okay. Ja, so wie wir den JU kennen. 12 Kilo mit Klamotten, aber dafür 28 Dirham. Das heißt, du kannst dein Team einmal nehmen und sich verabschieden. Glückwunsch. Überlebt. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Überlebt. Überlebt. Ne? Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Danke, Brü. Danke, Brü. Glückwunsch. Jetzt wird's heikel. Haaland. Haaland. Nimm deinen Cash, Bruder. Hart verdient. Dankeschön. Ey Jungs, was kaufen uns da? Okay. Jetzt zum Verliererteam. Ihr habt es leider nicht geschafft. Haaland, man kann nicht in alles der Beste sein. Ja? Wir sind sogar stolz. Wir haben gedacht, ey, als blonder Typ, wenn du rumläufst, die entführen dich, Cousin. Die denken. Oder es war, aber es war auch sehr knapp, ja. Ich sag ehrlich, 25, 28, 20, Bruder, sehr knapp. So, jetzt kommen wir zu eurer Challenge. Ihr habt jetzt genau 1,5 Stunden Zeit, euch egal wie zu mischen und Duo-Songs zu performen. Ihr geht in die Loser-Villa, ihr entscheidet selber, mit wer mit wen, und wir sehen uns danach hier. Auf geht's. 1,5 Stunden, der Timer läuft. Arsch. Da kannst du nicht laufen. Loslegen, loslegen. Sollen wir? Komm. Digga, wir sind wieder in so einer Situation wegen 3 Dirham. 3 Dirham. Ich hab mein Bestes gegeben. Oder es liegt wirklich nicht an dir, ne? Aber Bruder, es zieht schon so sehr an so Nerven, so jetzt. Zweimal Gruppe, zweimal verloren. Aber wer würde denn mit wem machen wollen? Nur so anekdotisch. Ich mach mit Gio, ich hab mit dem schon jetzt. Oder nicht? Ja, eigentlich können wir machen. Wir haben ein Brett auf jeden Fall. Also wir haben einen liegen. Wir könnten aber auch einen neuen machen. Ja ey, Coutinho. Machen wir? Was machen wir? Aber Wallah, das geht so nicht, Junge. Ich habe jetzt noch keinen Song. Wer hat noch keinen Song von euch miteinander? Shorty. Ich habe auch noch keinen Song, aber der meinte, der hat doch einen. Ich hab einen Song, wobei der zweite Part nicht gefällt. Gut, also ich habe auf jeden Fall noch keinen Song. Jetzt mache ich mit Shorty jetzt. Wenn ihr schon Songs zusammen habt, wieso nicht? Easy, umso weniger müssen wir aufnehmen. Wer fickt deinen Kopf mehr als du selber? Keiner. Also. Deswegen chillen wir auch uns. Deswegen erstmal vorarbeiten. 100%. Guck mal, ey Bruder, was jetzt meine Frage ist, ne? Sollen wir sicher mit alles flauschig gehen, Bruder? Oder sollen wir noch ein... Safe. Du weißt doch, mein Vater hat 3 Beine. Er meinte, bitte mach das. Ja, er meint ehrlich. Der kommt ja ursprünglich aus Ghana. Deswegen machen wir. Lange Geschichte. Lange Geschichte. Boah, 1,5 Stunden ist schon echt wenig. Ist schon echt wenig Zeit für einen ganzen Song. Vor allem auch mit Aufnahme, Schreiben. Wir geben jetzt Gas. Schreiben erstmal und direkt aufnehmen und dann los geht's an die Arbeit. Guck mal, ich weiß ja nicht, so, ich glaube, ihr harmoniert menschlich sehr gut zusammen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwelche Ego-Sachen sind oder so, überhaupt nicht. Aber ich wollte euch nur sagen, dass so, wir haben jetzt gerade den Dreh schon verschoben, ne? Aus Kulanz quasi so, weil ihr noch keinen Song hattet. Wir wollen, dass alle die Chance haben, diesen Song zu machen so. Aber besser einen Song zu haben, weil nochmal verschieben kann man nicht. Okay. Bring the Money Challenge. Ihr seid das Verliererteam gewesen. Solltet euch vorbereiten. Ich hoffe, ihr habt euch in 2er-Teams zusammengefunden. Ja? Ich erwarte euch von euch jetzt Höchstleistung. Ja? Dass ihr zeigt, warum ihr hier in der Villa seid. Abaya und ich. Und ein Special Guest. Der erste Special Guest in den Villa-Folgen. Ich möchte ihn einmal bitte hereinbitten. Bekannt aus Fernseher und Radio, an mein Bruder. OG! Wir sind heute da. Wir bewerten eure Songs. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr seid fit. Seid ihr denn ready? Seid ihr ready? Wollt ihr bis auch noch was sagen, Cousin? Bruder, ich hoffe, ihr seid alle ready, ihr seid alle ausgeschlafen, alle gebt Gas, alle. Ich freue mich auf eure Performances. Geil. Geil, Digga, geil, geil, geil. Dann würde ich die ersten einmal zum Mike bitten. Alles rutschig, Mara durch Narkotik, drei Beine, als wäre ich in Tschernobyl. Handel, Rauschgift, Maschkeizi, Papa, treffst sicher, ich bin Striker wie dem Papa. Mein Achi-Mutter sagte eins, Teil mit Brüder wird kein Ego ist. Du bist nur die Eins, solange jeder weiß, wo Nemo ist. Shinichi Kudo, will die Millen, bin in Not. Gibbets fickten meine Träume, doch heute sind sie mir zu groß. Gibson bis der Atem mit, Hasch, Tabak und Gras bemischt. Wach, du pumpt noch immer, Chabos wissen, wer der Babo ist. Kein Frühstücksbuffet, doch wir sind paar Softpresser. Haschmecker, Ewa will an die Spitze wie Dachdecker. Black Beast, so wie Chibo, League on, Dribblung, Samir Nasri. OM-Trikot, Salam, Salam und dann Adios, Adios. Henna, Shepard wie Subwoofer in dein Radio. Ich bleib noch immer mit meinem Kamerad. Bin ich eine Ikone à la Trezeguet. Haraka, pack in die Kiste, fit ein Ballermann. Fallen aus der Richtung meines Memleket. Gelbe Scheine in der Geldklammer, viele Hoodies machen hier Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bolis. Alles flauschig, Para durch Narkotik, drei Beine, als wäre ich in Tschernobyl. Wandel, Rauschgift, Maschkalzi, Plem, Papa, treff sicher, ich bin Striker wie dem Baba. Alles flauschig, ey yo Bruder, was geht ab? Alles flauschig, Phantom, mein zweiter Camouflage. Alles flauschig, alles flauschig. Dio Montana, Sahabi, JM Adriano, OWL wie Chicago, lauf hier mit Patron. 6 Milli scharf, keine Warnung, Achtung, Team RLR sind im Krieg wie die NATO. Bunker dein Arsch, weil Gangs wollen dein Dahab. Kein langes Reden, ich hab Blei in der Kammer. Einfache Schläge, du schreist nicht, du jammerst. Fast life, ich hab Kreide im Bagage. Daye, daye, dunya khain. Weil diese Welt ist verräterisch. Aleman, Mardin, Frankreich, Paris. Nachricht ins Gefängnis über Jab oder Teletext. Gelbe Scheine in der Geldklammer, viele Hoodies machen hier Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bolis. Alles flauschig, Para durch Narkotik, drei Beine, als wäre ich in Tschernobyl. Wandel, Rauschgift, Maschkalzi, Plem, Papa, treff sicher, ich bin Striker wie dem Baba. Alles flauschig, ey yo Bruder, was geht ab? Alles flauschig, Phantom, mein zweiter Camouflage. Alles flauschig, alles flauschig. Gelbe Scheine in der Geldklammer, viele Hoodies machen hier Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bolis. Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Ja? Gerade euch beide. Ich sag euch ehrlich, ich habe euch dick in mein Herz geschlossen. Und für mich seid ihr die Eins, was Entwicklung angeht. Ich erinnere mich noch so von der Anfangszeit bis jetzt. Ihr habt echt was aus euch gemacht. Und war ein super Song. Ja. Song stabil, Flows geil, Jungs, nice Reime. Ich fand vor allen Dingen die Pre-Hook sehr, sehr geil. Also allgemein der Song war sehr, sehr rund. Ich finde persönlich, es war jetzt kein Hit, so, es bleibt mir wahrscheinlich nicht tagelang im Kopf, aber alles optimal eigentlich, alles super. Alles flauschig. Ich kann dazu nur sagen, flauschig, Alter. Ganz Täter. Aber ich finde echt krass, Alter, wie ihr harmoniert habt, Alter. Ihr habt geil zusammengepasst, finde ich. Und dieses Abwechseln war geil. Weiter so, alles flauschig, flauschig. Okay, dann würde ich einmal die Nächsten ans Mikrofon bitten. Manchmal bin ich einfach blind vor Zorn. Hab von damals so viel mitgenommen. Hab mich selbst und fast den Sinn verloren. Hoff bis morgen bin ich nicht erfroren. Lichter scheinen durch die Augen, die schon viel zu viel Seele geht kaputt und Depression werden jeden Tag nur mehr. Schrei mir die Kehle wund, mir fehlt die Luft, das Atmen fällt mir schwer. Und mich verlor und drück den letzten Gibbet ins Glas und such mich in den Lichtern der Stadt. Alles was ich mache geht kaputt, um mich rum mir fehlt die Luft zum Atmen. Vielleicht war das Leben gegen uns, ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Bin zu lange schon verloren, in zu lange bist du fort. Ein Stück von dir, ein Stück von mir, doch wer bin ich? Hab akzeptiert, das Ganze hier bin nicht mehr ich. Bin zu lange schon verloren. Sind entscheidend, ich lass mich treiben, such einen Sinn. Schau in den Spiegel, doch anscheinend weiß ich noch nicht mal wer ich bin. Sag mir woher, so ich wissen, dass ich nicht allein bin. Oh, sag mir woher, wieso kannst du dich nicht entscheiden? Oh, sag wieso kennst du meinen Namen nicht und ich kenne nicht mal deinen. So unendlich viele Fragen kann das Gefühl nicht mal beschreiben. Sag mir wer ich bin, wenn ich deinen Namen nicht mal kenne. Alles was ich mache geht kaputt, um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Vielleicht war das Leben gegen uns, ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Alles was ich mache geht kaputt, um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Vielleicht war das Leben gegen uns, ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Verloren, in zu lange bist du fort. Ein Stück von dir, ein Stück von mir, doch wer bin ich? Hab akzeptiert, das Ganze hier bin nicht mehr ich. Bin zu lange schon verloren, in zu lange bist du fort. Ein Stück von dir, ein Stück von mir, doch wer bin ich? Hab akzeptiert, das Ganze hier bin nicht mehr ich. Stark. Hey, dieser Song, also es ist ein wunderschöner Song, Leute. Ich finde besonders, wie ihr geil harmoniert zusammen so und der Kontrast von euren beiden Stimmen wirklich, wirklich nice auf diesem Song. Und ich freue mich auch mal, es ist ein anderer Style hier, so ein bisschen Pop, Disney-mäßig so. Hat mir sehr gefallen, ja? Ja, also ich muss ganz klar, letzte Runde hat Pada super Lorbeeren geerntet. Auch gestern das Battle hast du super bewältigt. Aber diesmal gehen meine Lorbeeren an Shorty. Ich bin echt positiv überrascht von deinem Part. Das hört sich sehr, sehr erwachsen an. Und ich sag dir ehrlich, ich erwische mich immer an einem Punkt, wo ich mir denke, ihr seid so krasse Künstler geworden. Ihr habt alle so eine heftige Entwicklung gemacht. Wenn ich rückblickend eure Songs von der ersten Runde höre und jetzt euer Niveau höre, dann denke ich mir, Digga, was soll ich da bewerten? So, die machten alle bessere Songs, als ich jemals könnte, so, verstehst du? Die sind alle so gut und super Song, super Leistung. Dankeschön. Ich kann mich auf jeden Fall nur anschließen an da, was ich noch sagen kann, aber Bruder, mir hat es andersrum gefallen, mir hat der Pada mehr gefallen ein bisschen. Aber es ist halt, ich weiß nicht, Alter, vielleicht ist es nicht ihr Song gewesen oder nicht dein Beat oder keine Ahnung. Aber so ist es bei mir. Ich hab mich halt, also mir hat der Pada ein bisschen mehr gefallen. Ein negativer Punkt bei diesem Song von euch war halt, dass ihr zu lange gebraucht habt. Die Challenge war eigentlich festgesetzt, zu einer bestimmten Uhrzeit fertig zu sein. Und hier sind wir am nächsten Tag. Ja. Ich musste, aber ich bin vorbeigekommen in die Villa und habe euch ein bisschen mit dem Songwriting und ein bisschen mit dem Lied und so geholfen. Weil wir unter Zeitdruck waren, ehrlich gesagt. Und dafür kriegt ihr auf jeden Fall einen kleinen Minuspunkt. Hey, es hat Bock gemacht. Hey, ich war gerne dabei, auf jeden Fall. Und lasst euch davon nicht unterkriegen, der Song war trotzdem eine 10 von 10. Auf jeden Fall. dich gefangen. Ich zerschlug ihn und nahm dich dann fest an die Hand. Damit du Engel noch weiter fliegen kannst, hab ich auf meinem Weg meine Flügel verbrannt. Ich merk, meine Seele tut weh, denn seien wir doch ehrlich, wir sind beide nicht frei. Die Straßen waren leer, keine Ahnung wohin, aber war scheißegal, denn wir waren zu zweit. Oh Nala, sag, wo bist du? Sie ist bei einem anderen Mann. Mir fehlt die Luft, werd Schizo, spur zurück von Anfang an. Und immer wenn der Mond scheint, werden die Stimmen laut. Keine Gefühle, na, dein letzter Tanz, komm, nimm's in Kauf. Mit all deinen Tränen, da fühlst du ein Meer. Sag bitte nie wieder, dass du mich liebst. Auch deine Kindheit war ziemlich schwer. Du fühlst dich alleine, das hast du verdient. Seh dein Name auf dem Display, draußen ist kalt. Ich komm nicht klar, ich streck dich weg. Ich hab's gesagt, ich werd ein Star, sag dem Dämon, ich komm nicht back. Dir war's egal, mein Herz ist tot, ich spür keinen Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal, mir war's egal, mir war's egal, mir war's egal, mir war's egal. Mein Herz ist tot, ich spür keinen Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das, was ich liebe, auch hassen kann. Irgendwie wirkt es so anders, was hat unser Schicksal nur angetan? Ich fahr nachts in die Stadt, sag, kennst du diesen Platz? Ich war noch nie am Tag da, was hab ich mir nur gedacht, sag, warum ging ich ran, auch wenn es mir so weh tat? Platz mit uns ist lange schon verloren. Nein, du hast keinen Plan. Ruf mich nicht mehr an, du hast gewonnen. Komm zurück, sag wann. Ich kenn dich nicht mehr, ich hab's geschworen. Nur ein fremder Mann, nicht mehr als ein fremder Mann, nicht mehr als ein fremder Mann. Mein Herz hat lange nicht gelacht, weil es gebrochen ist. Und mein Kopf kommt nicht mehr klar, ich will nicht ohne dich. Ich seh dir tief in die Augen, doch seh nix. Das, was jetzt dunkel ist, war mal Licht. Jede Lüge von dir ist wie Gift. Ist wie Gift. Dir war's egal, mein Herz ist tot, ich spür keinen Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal, mir war's egal, mir war's egal, mir war's egal, dir war's egal. Mein Herz ist tot, ich spür keinen Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal, mir war's egal. Krass, 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 krass. Hey, ich sag euch ganz ehrlich, Performance war böse, also ihr habt geil zusammen, saht ihr geil aus für mich. Und der Song an sich, was soll ich sagen, Alter, ey, ich hab Gänsehaut bekommen, meine Gänsehaut hat sich aufgebaut und ist immer noch da, Alter. Ich sag euch ehrlich, krass, Alter. Schöner Song. Abaya. Ja, Leute, was soll ich sagen? Fand ich okay. Spaß. Ihr seid Stars auf jeden Fall, ihr habt sehr geil performt, der Song ist wirklich ein Ohrwurm. Was soll ich sagen? Einfach geil. Tun's die alle? Ayman, du hast mich überrascht, Cousin, ja? Was machst du auf diesen Song, Cousin, ja? Also echt, ich bin positiv überrascht. Ich habe dich immer so eingeschätzt irgendwo. Und immer, wenn ich dich höre, weil nach jedem Auftritt setzt du deine Messlatte noch höher. Und noch höher. Und ich denke mir, Safi, er ist am Limit angekommen. Und dann setzt du deine Messlatte noch höher. Ihr habt super harmoniert, Kauta, super Einstieg. Perfekt, ich weiß nicht, ich habe sogar Schmetterlinge irgendwo bekommen. Ja, die sind übergeschwappt zu mir. Ja? Respekt für eure Leistung, habt ihr super gemacht. Bitte einmal die nächsten nach vorne, bitte. Pes caramel, andale, araren, quadra, civil, placa, wie im appartement. Haaland zieht mit Salamo, ich fahr wie Zalando. Und mein Frero zückt bei Bella Pistola, verteilt die Kugel aus eigener Hefte wie Pep Guardiola. Immer griffbereit in der Umhängetasche, Unmenge Hasse. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Auf die Brust, bat, 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 bat. Bin wieder soft, klar, 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 klar. Schmumpot, vergesse, was gestern war. Tous les jours, paff, 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 paff. Nimm noch ein Zug, paff, 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 paff. Von klein auf ein Fuchs an der Cover. Schmumpot, vergesse, was gestern war. Keine Quarantäne. Stress mit mir selbst in der Garage. Bunker Hasch, habe Krieg mit mir selbst. U-Boot ist mein Spiegelbild, der den Krieg gewinnt. Arthur Le Monde wird von der Gendarmerie nicht gekatscht. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Puff, 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 klopf auf die Brust, bat, 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 bat. Bin wieder soft, klack, 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 klatsch. Und vergesse, was gestern war. Tous les jours, puff, 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 puff. Bin noch ein Zug, puff, 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 puff. Von klein auf ein Fuchs undercover. Und vergesse, was gestern war. Baba! Hala, ich hätte nicht gedacht, dass ihr beide harmoniert, ja? Also ich glaube, so meine Meinung, mein persönlicher Favorite heute. Um ehrlich zu sein, ja? Dankeschön. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es mein Favorite war. Weil der Song ist gut, er ist rund, nervt nicht, wie OG gesagt hat, so. Kann man überall gut hören. Aber ich hätte ein bisschen mehr von euch erwartet. Irgendwie ein paar mehr Highlights oder so, weißt du, ich meine, der Song war super solide, aber ein bisschen Kontrast, ein bisschen Höhen und Tiefen hat man noch gefehlt, weißt du, ich meine. So. Ich kann dazu gar nichts ergänzen, ich schließe mich dem Bruder an. Ja. Genau so ist es uns. Geil. Wir werden uns jetzt besprechen und euch in 5 Minuten das Ergebnis mitteilen, wer es von euch geschafft hat und wer es leider nicht geschafft hat. Dankeschön. An alle, die aufgetreten sind. Trotzdem, für mich war das auch der schlechteste Song heute. So. Ich finde auch, Ayman und Kauta haben den besten Song abgeliefert. Pada und Shorty, ich finde, die haben dann den 2. Platz mit dem Song belegt. Ja gut, dann steht fest, Jungs. Dann gehen wir rein. Let's go. Also zuallererst einmal will ich sagen, ihr seid alle echt stark gewesen heute. Aber ich komme jetzt erstmal zu dem Song, der mir am meisten gefallen hat. Ich musste mich entscheiden zwischen Amo und Gio und Ayman und Kauta. Für mich war der krasseste Song heute Ayman und Kauta, finde ich. Das war ein sehr, sehr schöner Song. Wie soll ich sagen? Ich habe mitbekommen, dass eine Challenge nicht eingehalten wurde von Pada und Shorty. Und dazu kommt auch noch, dass mir der Song nicht so ganz gefallen hat. War auch ein bisschen mehr Pop als Rap, so finde ich. Und ja, man, das war dann halt heute die schlechteste Performance für mich, finde ich. Aber trotzdem. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll, weil das alles krasse Songs sind und ihr seid alles krasse Künstler. Leider müssen wir 2 Leute jetzt nach Hause schicken heute. Für mich war auch am stärksten Kauta und Ayman. Dann würde ich sogar mit Pada und Shorty gehen. Ja, ich wüsste nicht. Also wenn ich jetzt alleine in der Jury wäre, wüsste ich nicht, Bruder. Ich würde einfach die Schnauze sagen, gar nichts sagen so. Darum haben wir uns gerade zu dritt beraten. Und es waren verschiedene Meinungen. Es war nicht klar. Aber der Erste, der uns jetzt hier verlassen wird, ist Ayman und Kauta. Ihr dürft zurück in die Villa. Ihr habt es geschafft. Ich hatte am Anfang echt Angst, als dann Ayman und mein Name gefallen ist, weil ich dachte so, oha, ihr Verräter. Du kommst zwar weiter, aber neben dir jemand seinen Traum platzt, für was der gehasselt hat und so, weißt du? Ich würde uns hier auf den Haupt genommen gerade. Selbst hier waren wir uns nicht sicher. Wir hatten alle 3 andere Meinungen. Doch Schlussendlich haben wir uns dann geeinigt und müssen euch mitteilen, dass Ilo und Haaland auch in die Villa dürfen. Vor mir stehen jetzt 4 Künstler, Gio, Amo, Shorty, Pada, mit der größten Entwicklung von ganz Rap La Rue. Ihr belegt den ersten Platz, was die Entwicklung angeht. Ihr kamt als rohe Diamanten, ihr habt eure Talente mitgebracht und mit der Zeit, das ist nur euch zu verdanken, ihr habt euch so gedrillt dazu, und ihr habt es wirklich geschafft, Stars zu werden. Jeder einzelne von euch ist ein Star. Jeder einzelne von euch hatte Höhepunkte. Und jeder einzelne von euch hatte Punkte, an denen es ihm vielleicht nicht so gut ging. Bei der Entscheidung von euch war ich zum Beispiel anderer Meinung als Abaya. Zum Glück sind wir eine Jury mit OG, Abaya und mir. Und es fällt mir jetzt sehr schwer, weil ich eigentlich mir das etwas anders vorgestellt habe. Aber Pada und Shorty, für euch endet der Weg leider heute hier. Amo, Gio, ihr dürft in die Villa gehen. Kommt bitte nach vorne ans Mikrofon. Ja Leute, wenn es nach mir ginge, ihr wisst selber, also ich war derjenige, der auch für euch gestimmt hat in dieser Runde, aber zum Glück sind wir 3 Leute und das kommt immer zu einem Ergebnis auf jeden Fall. Ein großer Punkt bei der Entscheidung war halt, dass ihr leider die Challenge nicht eingehalten habt, rechtzeitig. So, und normalerweise wäre es ja schon so, okay, wer bei der Challenge nicht antritt, der ist ja automatisch raus. Wir haben euch trotzdem noch Zeit gegeben, einen Song zu machen. Ich fand den Song auch nice. Ich auch. Wir alle. Ich fand den auch nice auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Und halt ein bisschen mehr Pop als ja. Hip-Hop-Richtung, das ja. Fand ich, so weißt du. Mhm. Und ich bin halt, mein Geschmack ist halt mehr, das ist halt Geschmackssache dann an dem Punkt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Mann. Allerdings muss man euch ehrlich was lassen. Ich glaube, Pada, du hast mit der 3. Runde die Runde deines Lebens gehabt, so. Du hast endlich, und das freut mich persönlich sehr, Leute auf dich aufmerksam gemacht, ja. Leute haben angefangen, den Pada zu verstehen, zu lieben, zu fühlen. Und du hast ja eine kleine Fanbase damit aufgebaut, ja? Und das macht mich persönlich sehr glücklich, weil ich weiß, wie lange du hustlest, wie lange du deine Liebe in die Musik reingesteckt hast. Und mich macht es glücklich, dass Leute dich jetzt anfangen zu hören und anfangen, auf den Film von Pada zu kommen. Dafür möchte ich dir einen Applaus geben, weil Ehre, wem Ehre gebührt, ja? So, Shorty, bei dir, du hast einen sehr steiligen Weg, ja? Sehr steinigen Weg. Viele Leute haben immer an dir gezweifelt und ich war jemand, der immer an dir festgehalten hat, weil ich wusste, was du mit deiner Musik sagst. Und ich wusste, dass du viel Leid durchlebt hast in deinem Leben und dein Leid über die Musik sprechen lassen hast. So. Und das hat mich zu einem Fan von dir gemacht. Vielleicht haben andere Leute nicht verstanden, was du versucht hast zu tun, aber ich hab's verstanden. Ich habe verstanden, was Shorty macht und deshalb hast du von über 1000 Bewerbern es bis hier nach Marokko geschafft. So, ich habe gesehen, Leute verstehen mich. Ich bin auch sehr dankbar über Sammy, dass er immer hinter mir stand und immer noch steht und mir diese Chance hier geboten hat. Es war wirklich große Klasse. Als ich mich hier im Februar beworben habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich ein Jahr später hier in Marrakesch sitze und performen darf. Shorty, meinen größten Respekt an dich. Sehr starke Ansprache. Ja, Leute, ihr wisst so, Rap La Rue ist natürlich eine Riesenhilfe, um seine Karriere in Gang zu bringen und Push zu bekommen und dass Leute über einen reden und so, aber viel wichtiger ist, ihr habt jetzt alle Voraussetzungen, ihr habt die besten Voraussetzungen, um da rauszugehen in die Welt und euer Ding durchzuziehen. Okay? Genau. Ihr habt die Erfahrungen gemacht. Danke euch. Darf ich noch was sagen? Und zwar, also, du meinst ja auch eben das Thema, so, was man mitgenommen hat. Ich bin genau der gleichen Meinung. Die dritte Runde war heftig. Ich habe so durch Ilo auch was erfahren. So. Der Style hat sich gewandelt, kam super an. Ich habe natürlich noch andere Seiten. Das heute, man hat natürlich geschaut, den Minuspunkt vollkommen zu Recht. Wir haben was länger gebraucht, mussten uns finden, hatten noch keinen fertigen Song, aber letztendlich war eine geile Show. War super, hier dabei zu sein. Dankeschön. Nur Liebe, ich habe viel mitgenommen. Und wie gesagt, es war gerade erst der Anfang und ich sag euch, da kommt noch einiges. Und ja, das wird auf jeden Fall wild. Jeder Anfang hat ein Ende und ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin froh, hier dabei gewesen zu sein. Und jetzt geht's erst richtig los. Die Leute sind alle heiß, alle wissen. Du weißt, es ist Pada. Das ist die Einstellung. Wir warten, Bruder. Wir warten. Alle Augen auf euch, alle Augen auf euch. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. In der nächsten Folge. So. Herzlich willkommen zu Tag 3 und zu einer neuen Challenge, der unsichtbare Gast. Boah, Upturn, Digga. Rap Battle. Und dann noch gegen Gio. Sammy, bruch den Schwanz schon mal einen Flug. Ja, nein, nein, aber warte, fair, nein, guck mal, fairerweise, ne, ich fand persönlich... Ich hab geschwitzt, ich sag ehrlich, ich hab mies geschwitzt. Ich hab mies geschwitzt, weil das Problem war halt auch so, jeder von den Jungs ist irgendwie mein Bruder. Sonntag, 18 Uhr.